geschlossen und ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Zur Verfügung steht parlamentarischer Staatssekretär Dirk Wiese. Und die erste Frage ist die Frage 35 der Kollegin Katja Keul, Genehmigungspflicht des Aufbaus einer Produktionsstätte der Heckler & Koch GmbH in den USA. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Sehr gerne, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Frau Kollegin. Der Aufbau von Produktionsstätten im Ausland ist eine Unternehmensentscheidung. Daraus resultierende Ausfuhren gelisteter Güter oder gelisteter Technologie aus Deutschland sind genehmigungspflichtig und hierfür gelten die restriktiven Regeln der Rüstungsexportkontrolle. Im Übrigen folgt die Bundesregierung dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Oktober 2014 und unterrichtet über abschließende positive Genehmigungsentscheidungen sowie die Eckdaten eines Ausfuhrgeschäfts. Die Bundesregierung sieht gemäß dem Urteil von weitergehenden Ausführungen ab. Dies betrifft unter anderem Angaben dazu, ob bestimmte Genehmigungsanträge gestellt wurden oder nicht. Sie haben das Wort zu einer ersten Zusatzfrage. Ja, vielen Dank, weil jetzt muss ich ja meine Frage noch mal stellen, sie ist ja noch nicht beantwortet. Also ich meine, die Verträge sind geschlossen, die Fabrik wird aufgebaut, das ist kein Geheimnis. Und ich habe die Bundesregierung gefragt, ob das ein genehmigungspflichtiger Vorgang war oder nicht. Gab es dazu ein Genehmigungsverfahren? Gab es dazu in irgendeiner Weise eine Genehmigung? Oder ist das wirklich eine freie Entscheidung von Heckler und Koch? Das ist doch eigentlich eine einfache Frage. Herr Staatssekretär. Sehr gerne. Wie ich Ihnen gesagt habe in meiner Antwort, der Aufbau von Produktionsstätten im Ausland ist eine Unternehmensentscheidung. Und der Aufbau einer Produktionsstätte, wie gesagt, ist die unternehmerische Entscheidung. Und Aufgabe der Bundesregierung ist es in diesem Zusammenhang, die strengen gesetzlichen Vorgaben im Bereich der Rüstungsexportkontrolle umzusetzen. Aber das ist eine reine unternehmerische Entscheidung, diese durchzuführen. Sie haben das Wort zu einer zweiten Zusatzfrage. Ja, das ist immer noch die gleiche Frage. Sie ist nicht beantwortet. Gibt es eine Genehmigung an Heckler und Koch zum Aufbau dieser Produktionsstätte? Ja, denn immerhin wird da auch das AR-15 produziert, das hier nur mit 10-Schuss-Magazin, aber in Amerika auch mit 60-Schuss-Munition verwendet werden darf und bei allen Massakern bisher auch bei dem letzten in Florida zur Anwendung kam. Es ist doch irgendwie eine einfache Frage. Hat die Bundesregierung dafür eine Genehmigung erteilt? Herr Staatssekretär. Sehr gerne. Das ist eine einfache Frage und ich hatte auch bereits in meinen vorherigen Antworten darauf abgestellt. Ich sage es aber nochmal, der Aufbau von Produktionsstätten im Ausland ist eine Unternehmerentscheidung und daraus resultierende Ausfuhren gelisteter Güter oder gelisteter Technologie aus Deutschland sind genehmigungspflichtig und hierfür gelten die restriktiven Regeln der Rüstungsexportkontrolle. Nein, die werden in USA produziert. Das Dann ist nicht gibt es dazu eine Zusatzfrage der Kollegin Vogler. Ja, vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich noch mal nachfragen, ob die Bundesregierung sich mit den Ergebnissen der Hauptversammlung von Heckler und Koch im August letzten Jahres beschäftigt hat und wie sie es bewertet, dass offensichtlich der Vorstand der Firma Heckler und Koch inzwischen anstrebt, sich eine neue Exportstrategie zu geben, die sehr viel restriktiver ist als die von der Bundesregierung ja immer als besonders restriktiv bezeichneten Exportrichtlinien der Bundesregierung. Herr Staatssekretär. Sehr geehrte Frau Kollegin, die Bewertung von Hauptverhandlungen entsprechender Unternehmen ist nicht etwas, was die Bundesregierung vornimmt. Herr Kollege Kickeritz zu einer weiteren Zusatzfrage. Herr Staatssekretär, Sie haben jetzt dreimal eine Frage nicht beantwortet von Katja Keul. Können Sie mir bitte mitteilen, welchen Teil der Frage Sie nicht verstanden haben? Sehr geehrter Kollege Kekkeritz, die Frage von der Kollegin Keul habe ich sehr wohl verstanden als auch beantwortet, weise aber noch mal darauf hin, dass der Aufbau von Produktionsstätten im Ausland ist eine unternehmerische Entscheidung und daraus resultierende Ausfuhren gelisteter Güter oder gelisteter Technologie aus Deutschland sind genehmigungspflichtig und hierfür gelten die restriktiven Regeln der Rüstungsexportkontrolle. Die Frage ist sehr wohl angekommen. So, gut, dann ist das Frau Paus noch eine weitere Zusatzfrage. Bitte schön. Hat Heckler und Koch beantragt, die Ausfuhr von Gütern und Technologien, die dem Rüstungskontrollgesetz unterliegen, für die Produktionsstätte in den USA und wurde dieses genehmigt von der Bundesregierung? Herr Staatssekretär.
Sehr geehrte Frau Kollegin, nach jetzigem Stand, und das habe ich gerade ausgeführt, ist der Aufbau der Produktionsstätte die Unternehmensentscheidung. Und nochmal die Frage jetzt, gelistete Güter und gelistete Technologie aus Deutschland, die sind genehmigungspflichtig. Da bis zum heutigen Stand dies aber nicht vorliegt, ist es auch momentan keine Genehmigung entsprechend da. Das habe ich ausgeführt in den vorherigen Fragen. So, dann haben wir jetzt das auch geklärt. Die Frage 36 wird schriftlich beantwortet.